Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls vs. Bad Schmetterling. Weg damit. So, und jetzt schreiten wir gleich durch den Nebel. So. So. Okay, das war jetzt erstmal doof. Okay. Schilde hoch. Okay. Die Attacke ist mir, wie gesagt, wesentlich lieber. Und solange hier nichts macht, kann ich meinen Schakor trinken. So. Ja. Da setzt er sich natürlich hin. Okay, ich glaube, damit haben wir ihm schon mehr Schaden gemacht als mit unserer einen mit den Dolchaktionen. Okay. Okay, das. So, immer am Rand bleiben. So. Nicht zu weit weggehen. Und immer am rechten Rand bleiben. Yay, das ist jetzt mal gut gelaufen. So, jetzt haben wir ihn schon auf die Hälfte runter. Das ging auf jeden Fall wesentlich schneller als die letzten Male. So. Das ist natürlich doof, dass wir das so rum machen müssen. Aber man kann sich hinter der Tür verstecken, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Oh, das war jetzt doof, das war zu früh. Das war doof. Ja. Ja, gut, ich hätte noch ein bisschen mehr draufschlagen können, aber... Oh, scheiße. Ich habe keine Flakons mehr. Sag mir nicht, du wechselst die Seiten. Ich mag ihn viel lieber rechts von mir haben.
setz dich mal wieder irgendwo hin. Wäre von Vorteil. Setz dich hin. Los. Wir wissen, du brauchst es. So. Wow, wow, wow. Noch. Yay! Seele Mondlichtschmetterling. Juhu! Geschafft. Und was war der Rest? Verdammt. Okay, ich würde mal tippen auf eine große Scherbe, aber ich kann nicht bezeugen. Nein, hier gab's nichts. Adlerschild. Nee. Scheint so hier auch nichts. Hier auch nichts. Da ist die Elite-Ritterrüstung. Ring gab's auch nicht. Also, ich frag mich echt, was es gab. Mal kurz durchgucken. Vielleicht eine Sonnenlichtmedaille. Also, Finsterzeichen war es nicht, Doppelseele war es nicht, Menschlichkeit war es eine auf jeden Fall. Seele erhält viele Seelen und fertigt einzigartige Waffen. Dann sind das schon mal zwei. Goldharz könnte sein. Egal. Ich habe auf jeden Fall Sachen bekommen. Und damit den Schmetterling besiegt. Brauchst Distanzkampf. Distanzkampf. Nein, brauche ich nicht. Geschafft. Ja. So. Ich habe zwar keine Flakons mehr. Aber, naja. Wer braucht das schon? Und ich habe irgendwie das ungültige Gefühl, dass dieser Mondlichtschmetterling irgendwas bewacht hat. Aber schön sah es schon aus. Und diese Laserstrahlentechnik hat er gar nicht gemacht, also diesen Bzzz-Beam. Oh. Nachricht lesen. Schmied? Fragezeichen. Oh. Ah, Leiche plündern. Wachturm, Kellerschlüssel. Göttliche Glut. Heimkehrknochen. Das war mal einer. Der hat eine göttliche Glut gehabt. Supi. Wahrscheinlich kann man mit der Glut und dem Leucht und der Seele von dem Schmetterling kann man bestimmt ein Ding machen. Eine Superwaffe. So, no, aber wo kommt der Schlüssel? Also wo brauche ich den Schlüssel? Ich meine, ich habe hier noch keine Tür gefunden. Ja, das Distanzkampf, das weiß ich, das braucht man aber nicht. Wenn man so gut ist wie ich. Ja, okay, ich weiß. Ich übertreibe. Aber ich fand mich eigentlich recht toll, also nach den ersten zwei Versuchen erstmal herausfinden, was er kann. Und wie man seinen Attacken entgegenwirken kann. Und dann mit dem Schwert, was ich jetzt habe, wobei mir jemand gesagt hat, ich brauche ein besseres Schwert. So, hier mal ein bisschen umverkehrt. Oh! Oh! Hör auf. Heiliger Bimbam, ich hab mich gerade erschreckt. Ich hab gedacht, der kommt nicht durch die Tür durch. So.
das geht immer an die Nieren. Okay. Ja. So. So, bevor du überhaupt irgendwas langsam machen kannst und du gibst mir Leben, das finde ich immer super. So. Ich hab Angst. Der eine, der bleibt noch da liegen, weil ich dem gut ausgewichen bin. Aber die drei Pflanzenhainos sollten kommen. Ja, komm, komm näher. So, gestutzt. So. So. Hallo? Da. Ah, so. Rote Moosklumpen. Und rote Moosklumpen. Blutrot. Warum die kein Lila haben? Das könnte ich in der Schandstadt gebrauchen. Zack, zack. Das sah eigentlich gerade so aus, als würde er nur mit dem Schwertgriff so draufkloppen. So. Aber ich glaube, dann habe ich diesen Bereich doch vollständig geklärt. Also, naja, fast vollständig. Weil dieses Tor kann ich... Kann ich das jetzt öffnen? Durch Vorrichtung verschlossen. Okay, dann war zumindest der Schlüssel nicht dafür gedacht. So. Dann kämpfen wir uns mal zurück zum Schmied. Weil sonst wird das Ganze ein bisschen... Hier komme ich nicht hoch. Sonst wird das Ganze ein bisschen langatmig. So, zack, zack, zack. Das ist das Gute an diesem Schwert. Man muss wirklich nicht danach gucken. Ich muss es vielleicht ab und zu mal aufmotzen. Reparieren meine ich. Aber ich muss nicht danach gucken, dass das, ja. Ich habe keine stärkere Waffe. So. Und ich sollte vielleicht beim nächsten Mal wieder einen Aufstieg machen, wenn ich wieder irgendwo zu Hause bin. An einem Leuchtfeuer. So, der nächste. Lügner. Das war wahrscheinlich mit dem Sprung oder so. Würde ich mal vermuten. Vor dir Nahkampf. Okay. Vor die Überfall. Aha. Okay, hier sieht man viel. Ach, hier geht's noch runter. Das hätte ich ja gar nicht bemerkt. Pass auf, Eidechse. Okay. Ah, Finsterwurzbecken. Hier geht's also auch noch irgendwo hin. Aha. Pass auf, Eidechse. Ja.
Pass auf, Schatz. Ach, das. Ich glaube, das Vieh meinen sie. Aber da die Folge jetzt erstmal vorbei ist, werde ich mich mal zu dem Leuchtfeuer beim Schmied begeben. Hat jetzt hier mehr Prio. Eidechse. Eidechse. Ich habe keine gesehen. Voll die Lügner. Was mich darauf bringt, dass viele der Nachrichten, wo Lügner steht, wahrscheinlich genau das bedeuten sollen, dass die Nachricht, die da vorher stand und ich nicht mehr lesen konnte, weil sie weg ist, dass die eine Lüge war. So, jetzt nur noch schnell ein Sprint vorbei an Mr. Fritzelblitz. Hallo, Mr. Fritzelblitz. Danke, Mr. Fritzelblitz. Auf Wiedersehen, Mr. Fritzelblitz. Einen schönen Tag noch, Mr. Fritzelblitz. Und auch an die Leute. Einen schönen Tag noch. Der Schmied. Werden wir in der nächsten Folge fragen, ob der was mit dieser Glut anfangen kann. Bis dahin. Auf Wiedersehen.